Alle Kuschinski. Hallöchen. Na, was geht? Was geht, was geht? Was geht bei dir? Was geht bei dir? Ja, alles Gucci. Wir haben gerade ein paar TikToks geguckt. Ich freue mich mega auf das neue Format mit euch heute. Grüß Gott, bin ich hier richtig? Hallo? Hallo. Moin, na? 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 Oh Gott. Hallo. Hallo. Na? Schicke Banane, Alex. Ey, danke schön, danke schön. Wollte es mal erwähnt haben. Zeig Zaubertrick, Alex. Ja, warte, ich brauche Karten. Ich hole noch ein paar Karten dazu Alter. und dann legen wir einfach los. Ich bin natürlich gut vorbereitet. Ich wusste, also was heißt, ich wusste, ich bin davon ausgegangen. Und dafür brauche ich auf jeden Fall die Hilfe von jemandem. Anni, ich gehe mal hier so durch. Ist ein bisschen unscharf, ich weiß. Ich gehe mal ein bisschen Ja! Stopp! hier ganz sicher. Okay. Schau dir die Karte an und merk sie dir. Ich zeig's dir einmal hier jetzt. Ja, alle mitwirken. Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Perfekt. Mische ich die Karten einmal durch. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Und zwar versuche ich jetzt Folgendes. Geh mal hier nochmal auf die Kamera, weil jetzt ist es egal. Weil jetzt versuche ich Folgendes. Ich gehe jetzt hier mal aus dem Bild und du sagst mir jetzt irgendeine Zahl, also bevor ich aus dem Bild gehe, sagst du mir mal irgendeine Zahl zwischen 1 und 52. Ich sag dir aber so, wir zählen danach jede einzelne Karte ab. Also mach's am besten nicht so eine hohe Zahl. Also jetzt, du kannst es machen. Wenn wir die Zeit füllen müssen, sag ruhig 51. 42. Perfekt. Das heißt, wir haben heute einen entspannten Stream. Ja, super. Alles klar. Ich nehme die Karten jetzt aus dem Bild und ziehe immer eine Karte raus. Und die 42. Karte, wenn du bei der Zahl bleiben möchtest, das wird dann deine Karte sein. Und ich habe die Karte natürlich, du wirst direkt merken, dass es ein bisschen was anderes ist, weil ich habe die Karte markiert, bei der ich mir sicher war, dass das wahrscheinlich deine Karte sein könnte. Möchtest du bei 42 bleiben oder eine andere Zahl? Wie lange dauert 42? Siehst du ja dann. Ja, machen wir Stündchen, weil. 42. Alles klar, pass auf. So, und ich gucke dich weiter an. Ich guck nicht mal auf die Karten, das brauche ich gar nicht. Ich nehme einfach hier immer von oben eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mir fällt gerade auf, ich könnte auch immer die gleiche Karte hochhalten. 10, 11, Ich dachte, das 12, machst du schon. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ich liebe meinen Job, 35, 36, 37, 40, 41, 42. So, ich habe hier eine Karte. Du merkst, sie ist ein bisschen anders, wenn du es jetzt im Vergleich siehst zu den ersten Karten. Du siehst nämlich, die hat eine blaue Rückseite. Die anderen waren rot. Und jetzt, Anni, zum allerersten Mal, was war deine Karte? 8 Herz. Richtig. Krass. Das ist ganz gut, bis man dann sieht, was ich immer für ein Chaos dann hinterlasse. Aber Oh mein ansonsten. Gott. Ich erkläre mal ganz kurz. Hallo miteinander, wir haben uns heute hier versammelt, um zusammen eine neuartige Version von Stadt, Land, Fluss zu spielen, nämlich Stadt, Land, Tod. Wie der Name schon sagt, das ist Programm. Und zwar nur mit Kategorien wie Mordmotiv, Tatort, Täter, Mordwaffe, yada yada. Machen wir es aber nicht so, dass wir alle so schnell schreiben, bis der Erste fertig hat. Wir machen eine kleine Uhr an, nämlich irgendwie 2, 3 Minuten, lassen die ablaufen und dann muss jeder vorlesen. Dann lesen wir nach der Reihe vor und ja, für Okay. jedes richtige Feld gibt es 10 Punkte. Ja, Kalle? Ich habe eine Frage. Ja, Kalle? Warum machen wir das denn jetzt auf einem Blatt Papier und nicht im Computer? Damit wir technisch alle auf demselben Level sind und bei mir nicht mein PC, glaube ich, anfängt zu brennen. Ich glaube, das ist reine Nächstenliebe. Ich habe einfach eine richtige Sauklaue. Ich hoffe, dass ich es selber lesen kann. Aber sollen wir es dann so zeigen? Oder? Ja, ich fand Okay. es süß, man zu schreiben Es und war es auch keine zeigen kann. Kritik, Oh es war einfach nein. nur die Frage. So eine. Handschriftbügel. Alles cool. Mordmotiv, okay. Mord. Achso, ich nicht mitreden, ne? So, du kannst ruhig mitreden. Schicht runter, ne? Tatwaffe. Tatort. Oh, nicht Totort, ne? Ja, das ist dumm. Nicht Totort. Ja. Motiv? Tatwaffe. Tatort. Art des Verbrechens, Täter und das Opfer, liebe Freunde. Ich würde einfach mal für, das sind 6 Sachen, also so 3 Minuten anpeilen. Ihr könnt euch während der Zeit am besten muten und ihr dürft den Chat als Hilfe hinzufügen. Ah. Stopp! M. Oh. Okay. 3, 2, 1, go! Messerstecherei, Metzger. Metwurst Night, das finde ich gut. Metwurst Night, Tatwaffe. Womit würde man jemanden umbringen, wenn man Metwurst Night hat? Wenn ich auf dem Schulhof stehe, du hast ein geiles Metwurstbrötchen, womit würde ich dich töten? Ich mache mal mieses Messer. Tatort, McDonald's. McDonald's Klo? Madeira, McDonald's auf Madeira. McDonald's auf Madeira. Art des Verbrechens, also was wurde gemacht? Man hat jemand wegen Metwurst Night mit einem miesen Messer auf dem in einem Mc's auf Madeira getötet. Ich könnte den McKnife unterjubeln. Ein McKnife? Wie wäre es mit einem McKnife? 5, 4, Oh mein Gott! 3, Nein! 2,
1. Beep, 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 beep. Ich habe leider keinen Täter, aber das können wir vielleicht zusammen rausfinden, wer der Täter war. In jener Nacht. Nein, also pass auf, es war in einem kleinen, beschaulichen Örtchen namens Mönchengladbach, einem Muttertag, der gleichzeitig das Motiv war, denn dieser Muttertag wurde versäumt. Das Opfer war relativ schnell gefunden, denn es war der mutierte Enkelsohn, der den Muttertag vergessen hat. Aufgrund dessen tat sich dann die Marmeladenoma auf den Weg, dieses Verbrechen zu begehen. Dabei hat sie sich auf ihren Mähdrescher geschwungen und hat in einer Art eines Massakers diesen mutierten Enkelsohn überfahren. So, Mango und Masat, haben zusammen Monopoly gespielt an einem wundervollen Sommertag. Und ich habe den Typen leider komplett abgezogen. Ja, wie in jedem anderen Spiel auch, habe ich ihn halt komplett fertig gemacht. Und wir danach fertig waren und in McDonald's gehen wollten, hat er mich einfach ganz böse angeschaut und hat plötzlich seine Machete ausgepackt und hat mich einfach ermordet. Das war's. Kurze Frage, ist Machete Machete oder ist es ein Zeichen für was anderes? Machete ausgepackt. Er hat einfach die Machete ausgepackt und mich damit ermordet. Als ob er die so ansippt hat erst. Wir schreiben die Meisterschaften in League of Legends 2018. Das Publikum ist aufgeheizt, die Topspieler sitzen auf der Bühne, unter ihnen Maluna. Das Ganze ist gut besucht, denn wir haben auch die gute Merkel im Publikum stehen. Doch als die Merkel gemerkt hat, dass Maluna nur ein mittelmäßiger LOL-Spieler ist, wurde sie wütend. Sie rast auf die Bühne, greift sich das Mauskabel und erdrosselt sie. Junge, ich wurde von Merkel umgebracht. Eigentlich Word. Das Ganze spielt in Mexiko. Und zwar haben sich dazu entschieden, zwei Kollegen haben sich dazu entschieden, der eine heißt Montana Black, der andere heißt Memo, zusammen in den Urlaub zu gehen, okay? Was leider dort passiert ist, war, dass sie so ein bisschen in so einen Streit verwickelt wurden, als sie im Urlaub zusammen waren. Was ja öfter mal passiert, wenn man so mit besten Freunden auf engen Kreis ist. Und da wurde dann auch mal die Mutter beleidigt. Und weil sie sich in Mexiko befanden haben, war auch die nächste Möglichkeit für Monte, dass er die Machete von einem dort vor Ort gezückt hat und Memo eiskalt damit erstochen hat. Mhm, Machete, ich verstehe. Was, eine Machete ist ein Messer? Ja, ist so ein kleines Säbel. So ein Buschmesser ist das. Die Szene aus Crocodile Dundee. Ich trottel. Ich dachte, eine Machete wäre so eine Schusswaffe irgendwie. Ja, wie soll ich anfangen? Es war ein grauer Tag in meinem Leben, aber fangen wir doch einfach von vorne an. Ich wollte unbedingt mal Urlaub machen. Ein McDonald's auf Madeira, das wäre doch mal ein Urlaubsort, an dem ich schon immer mal sein wollte. Da habe ich Martin getroffen. Und Martin kennt, glaube ich, keiner von uns. Selbst ich kannte Martin zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und der hatte so eine richtig nice Mettwurst. Und ich habe auf einmal einen übertriebenen Mettwurst-Neid ihm gegenüber entwickelt. Und habe mir dann gedacht, wie komme ich an seine Mettwurst ran? Das war mir sehr wichtig in dem Moment. Und da stelle ich auch mal die Frage, so meint Mettwurst wirklich Mettwurst? Ja, ja, schon so eine leckere, so eine schöne, saftige, leckere Mettwurst. Weißt du, wie ich meine? Und darüber hinaus habe ich mir dann gedacht, ich brauche irgendwas, wie ich an diese Mettwurst rankomme. Und habe dann ein richtig mieses Messer gefunden und habe mir dann überlegt, wie kriege ich das in ihn rein? Ne? Und habe dann mich in die Küche begeben und habe einen neuen Burger entworfen, den McKnife, und habe ihn dann serviert. Und den hat er dann natürlich dann gegessen. Und Martin ist leider dann Opfer geworden, aber ich habe eine Mettwurst bekommen. D. D. Ja, ich bin in einem Restaurant und das Dorschfilet war nicht durch. Das finde ich sehr gut. Tatort würde ich einfach Düsseldorf sagen, ganz entspannt. Dildo finde ich sehr gut. Einfach mit dem Dildo erschlagen. Donnerbalken. Wir nehmen Donnerbalken. Kennt jemand den Begriff Donnerbalken? Das ist halt quasi ein Äquivalent für Klo. Donnerbalken. Also auf dem Donnerbalken haben wir jemanden richtig schön mit einem Dildo. Durchdrungen, durchdrungen. Durchdringen des Dammes. Dalukat. Dalukat. Wen würde Dalukat mit einem Dildo den Damm durchdringen? Den Dönermann könnte er. Ihr kennt ja alle Dalukat. Dalukat hatte irgendwann mal ziemlich krassen Durchfall, weil er ein Dorschfilet gegessen hat, was nicht ganz durch war. Und das hat ihn richtig, richtig geärgert, denn er saß den ganzen Tag auf dem Donnerbalken fest. Für viele Leute ist das ein alternativer Begriff für Toilette. Und er saß dort und hat natürlich den Dorsch so richtig durchgedrückt. Und, Gott, Alter. Bro. Ja, war ein schlimmer Tag im Leben des Daluka. Letzten Endes kam dann ein wilder Dönermann zu diesem Donnerbalken und wollte den besetzen, also wollte quasi Anspruch erheben und auch rein in den Laden, also um sein Geschäft zu erledigen. Und letzten Endes hat das dann natürlich zu Schwierigkeiten geführt, weil Dalu noch nicht fertig war, weil besagtes Dorschfilet nicht durch war. Und da war der so sauer.
Ich werde jetzt einfach mal hier einen Schlussstrich ziehen. Glücklicherweise habe ich ja immer meinen Dildo dabei. Und dann werde ich dem Dönermann jetzt erstmal den Damm durchbohren. Daran ist der Dönermann leider gestorben. Gute Story. Ich hoffe, Dalu kriegt jetzt bestimmt von seinen Leuten irgendwelche Clips zugeschickt und dann habe ich morgen einen Tweet. Nur weil ich ihn mit einem Dildo in einem Scheißhaus eingesperrt habe. Mein Gott. Es. Da geht Sturmwaffe kurz an den Doppeldildo-Stand, um sich da mal umzuschauen, als er sich wieder umdreht und sieht, wie seine geliebte Shirin David mit seinem bösen Zwilling Schnöselwaffel, denn das ist das Motiv, Sex mit Schnöselwaffel. Und alles, was er da machen konnte, war, in den Schlussverkauf zu gehen, sich einen sechskantigen Strap-on zu kaufen und sie damit zu erstechen in einem brutalen Seitensprungmord. Wir finden uns erstmal im Bikini-Bottom. Also, SpongeBob. Und Sandy, wenn Sandy nicht auch ein Verteidiger ist. Ja, okay. Also, die leben in einer glücklichen Beziehung. Jedes Loch von SpongeBob wurde quasi durchgenudelt. Und auf jeden Fall kam Sandy dann und hat ihn dabei erwischt. Und Sandy ist ja sehr impulsiv, kommt ja aus Texas und sowas, da macht man sowas. Und dann hat sie aus Spontanität einfach nur zu Patrick gegriffen, also quasi zum Seestern, was dann als Tatwaffe galt, weil sie ihn dann gegen SpongeBob wie so einen Shuriken geworfen hat und ihn dann komplett geköpft hat. Und dann waren nur noch seine Squarepants übrig. Dieses Thaddeus-Ding, das hat mir gerade einen Anreiz auf dieses Tentakel-Ding gegeben. So. Und ich habe dann so eine Story gedacht. Nee, okay, das ist fernab von jeder Realität. Tim und Tanja, das Ganze spielt in Tokio. Das heißt, sie sind auf ihrer ersten gemeinsamen Reise in Tokio, weil sie sich das halt alles angucken wollen. So, und einer dieser Filme, also gucken natürlich auch die ab 18 japanischen Filme, sag ich mal so. Nein, ich weiß, worauf das hinausläuft. Und da ist das ist immer viel mit Tentakeln zu sehen. Deswegen haben sie sich dort in Tokio in diesen Shops mal so einen automatischen Tentakelanzug gekauft. Und bei dem Akt, sag ich mal, als es dann zum Akt kam, hatte sich dann Tim eben diesen Tentakelanzug umgeschnallt. Und dann gab es technische Schwierigkeiten, was dann auch als Mordmotiv gab, als dieser eine Tentakel dann die Freundin plattgehauen hat, anstatt befriedigt. Ich habe Bilder in meinem Kopf. Ich bin so verstört gerade. Das ist ganz schlimm. Ich bin sehr froh. Das Ende so richtig kühl. Doch so. Ja, stattdessen hat er ihn umgebracht. Nick, wenn du mal reden willst oder sowas, kannst du dich gerne jederzeit melden. Gibt es diese automatischen Tentakel wirklich? Also, ja, also ich würde dann jetzt auch ins Bett gehen, weil das ist dann irgendwie... Du kannst jetzt schlafen? Ich weine. Burrito of Doom möchte unbedingt bouldern lernen. Wer bietet sich da an? Behaart mit Bart. Behaart mit Bart ist so... Hey, Burrito, wollen wir mal zusammen bouldern gehen? Hier in Berlin gibt es eine Boulderhalle. Ich würde dich gerne mal mitnehmen und dir das Ganze zeigen. Und Burrito ist so, ja klar, gerne. Nach jeder Session stellt Bart immer mehr fest, dass Burrito einfach ein Naturtalent ist. Er ist einfach von Natur aus 10-mal besser als Bart. Es frustriert ihn so sehr. Jedes Mal, wenn er in diese Boulderhalle reingeht und sich umschaut und sieht, wie jeder einfach besser ist als er selbst, da holt ihn dieses Bild der Eifersucht einfach komplett ein. Deswegen entscheidet er sich eines Tages, kurz bevor er nach Berlin fährt, zur Boulderhalle, bei mir den Bunsenbrenner mitzunehmen, den ich hier immer parat habe bei mir vor der Tür. Er schnappt sich den Bunsenbrenner, packt ihn in die Tasche, fährt zur Boulderhalle und stiftet das die Boulderhalle mit Feuer an? Brandstiftung, das ist das Wort, was ich suche. Er versetzt die Boulderhalle in Flammen und damit sterben alle. Er gleich mit, weil er so frustriert ist und Ende. Wow. Mir kommen die Tränen. Ja, Busfahrer Kalle fährt seine Tour zu Ende, steigt aus dem Bus am Bahnhof aus, chillt da eine Runde und wer kommt an ihm vorbei? Biene, die Blondine. So, da ist natürlich etwas, da kann Kalle sich auch nur sehr schwer zurückhalten, vor allem nach so einem langen Tag. Also geht er zu ihr hin und sagt, Alter, was hast denn du für Baba-Brüste? Was hast du denn für Baba-Brüste? Excuse me, ich fühle mich jetzt gerade schon sehr belästigt. Was Kalle nicht wusste, er hat sich da mit der Falschen angelegt. Denn Biene, die Blondine, gehört auch zu den Baba-Brust-Agenten. So ein Doppelleben führt sie. Also sagt sie, die hier findest du nice und zieht ihr T-Shirt runter und enthüllt darunter nicht ihre Brüste, aber eine 1A-Replika der Baba-Brustkanone 3000. Durchbohrt Kalle damit und dann stirbt er an Blutverlust. Und was lernen wir daraus, Kinder? Finger weg von Brüsten. Alter, hat die Baba-Brüste. Und dann erstmal dahin gehen. Also ich werde immer an Dalukat und den Dildo denken müssen. Wahrscheinlich. Ah, ja. Hat sich gerade verdrängt. Vielen Dank für die Erinnerung an der Stelle. Ja, hat Spaß gemacht. Cool. Dann, sehr geil. Perfekt, danke fürs Spielen. Tschüssi. Danke. Pass auf euch auf. Ciao, ciao. Dildokat ist ein sehr guter Name.